Hallo liebe Freunde des unabhängigen Journalismus, ich grüße Sie hier aus den Tiefen der Schweizer Alpen in einem alten Militärbunker in unserem Lager. Ja, nein, so weit sind wir noch nicht, aber wir sind in unserem Lager, von wo ich Sie begrüße. Lang ist's her, es ist viel gegangen seit meiner letzten Nachricht zum Verbot der Express-Zeitung in Deutschland. Es ist einiges geschehen. Leider Gottes nicht zugunsten, sondern eher zu Ungunsten der Zeitung. Und darüber möchte ich Ihnen jetzt einiges berichten. Ja, wie Sie sich erinnern mögen, hat der Kölner Express Mitte Dezember letzten Jahres per Verfügung im Eilantrag erwirkt, dass wir unser Themenheft, die Zeitung, nicht mehr nach Deutschland einführen dürfen oder dort dafür Werbung machen dürfen. Der Grund dafür war aus seiner Sicht die akute Verwechslungsgefahr der Zeitung mit der regionalen Tageszeitung Kölner Express. Wir haben dann erst Mitte Januar, das schriftliche Urteil erhalten, und das war in einer Weise formuliert, dass eine unsägliche Rechtsunsicherheit geschaffen hat, so weitgehend, dass auch meine persönliche private Existenz damit gefährdet gewesen wäre, so dass man nie darauf hätte einsteigen können, respektive wir gezwungen waren, in Berufung zu gehen. Derweilen hat der Kölner Express uns signalisiert, dass er auch an einem Vergleich oder einem Vergleich gegenüber offen wäre. Darauf haben wir unsere Hoffnung gesetzt, weil es ist alles andere als unser Ziel, uns da in Rechtsstreitigkeiten zu verwickeln. Allerdings hat sich dann dieses Angebot auch als heiße Luft herausgestellt. Schlussendlich ist es so, dass wir jetzt in Berufung gehen müssen. Das ist seit Mitte, Ende Februar jetzt bekannt, und seither sind wir Tag und Nacht damit beschäftigt, die Exemplare unserer Themenzeitung so zu anzupassen oder zu neutralisieren, dass keinerlei Namen oder Logo oder dergleichen mehr ersichtlich ist. Ja, das ist eine Heidenarbeit, und ja, wie das im Einzelnen aussieht, davon können Sie sich jetzt ein Bild machen. Ja, liebe Freunde, eine ziemlich mühsame, zeitraubende und energiefressende Aufgabe, die uns da aufgebürdet wurde vom Gericht. Man sieht aber auch, dass durch diese vielen Verweise, die wir da neutralisieren müssen, wie sehr all diese Themen untereinander verbunden sind, auch Themen, die vordergründig gar nichts miteinander zu tun haben, sind bei näherer Betrachtung doch halt verbunden, haben denselben Ursprung, dieselbe Geschichte oder dieselben Hintergrundkräfte, die das Ganze übergeordnet dann entsprechend einer Agenda gleich umsetzen. Das nur so als Nebenbemerkung. Also eher unglücklich kam noch dazu, dass wir auf der rechten Seite oben jeweils unser Logo noch dazu genommen haben, Express-Zeitung-Logo, welches wir dann mit Tippex wegretuschieren konnten. Da mussten wir schlussendlich mit brachialer Gewalt dahinter und das Ganze rausschneiden. Die präparierten Ausgaben, die erhalten natürlich nur unsere deutschen Kunden. Alle anderen aus der Schweiz, Österreich oder den anderen Bestellländern, die erhalten die Originalausgaben, so wie sie produziert wurden. Die Zeitung wurde als idealistisches Projekt gegründet, ist nach wie vor idealistisch unterwegs. In all den Jahren haben wir immer von Monat zu Monat schauen müssen, wie wir schlussendlich über die Runden kommen. Und wir wären jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir um Spenden bitten müssten.
Auf jeden Fall wird uns das von vielen Seiten so empfohlen. Wir möchten nicht diesen Weg gehen, gerade vor dem Hintergrund, Sie haben es vorhin gesehen, wir haben ein großes Lager mit vielen, vielen Exemplaren, die eigentlich ein Vermögen darstellen. Und schlussendlich geht es eigentlich nur darum, dieses Vermögen unter die Leute zu bringen, in Form dieser Exemplare, dieses Wissen unter die Leute zu bringen. Und klar, unsere Gegner tun alles daran, uns daran zu hindern. Ja, und warum sie uns daran hindern wollen, das wurde uns einmal mehr wieder klar in all den Stunden, die wir verbracht haben mit dieser Zensurtätigkeit. Es sind halt schon viele spannende und gesellschaftsrelevante Themen oder nur gesellschaftsrelevante Themen dabei. Der ganze Wokismus und seine Geschichte, die ganze Schuldkult-Thematik von Sklaverei, Sexualisierung unserer Kinder, die Massenpsychose, wenn der Wahnsinn zur Normalität wird, oder die Energiewende oder je nachdem auch Ende 100 Jahre Krieg gegen Deutschland, ein außerordentlich spannendes Thema, welches wenigen in der Tiefe bekannt ist, aber auch Themen wie die Abtreibung, Themen wie Hirntod und Organspende oder wie wir es die letzten Jahre vermehrt wieder konfrontiert waren damit, das Impfen. Alles Themen, die jedes für sich genommen eindrücklich ist, was da alles dahinter steht und dann noch in Kombination untereinander ein Bild ergeben, das sich richtig, richtig gewaschen hat. Ja, liebe Freunde, möchten Sie uns unterstützen, dann können Sie das am besten tun, indem Sie Abonnent werden, weil die Abonnements sind für uns die wichtigste Stütze, die wichtigste Komponente, um unsere Existenz planbar zu gewährleisten. Haben Sie schon ein Abonnement, dann können Sie weitere Ausgaben, die Ihnen noch fehlen, kaufen, Ihr Archiv auffüllen, sei das mit physischen Ausgaben oder auch mit digitalen Ausgaben. Die physischen, die sind momentan noch zum selben normalen Preis erhältlich, wie das bis anhin der Fall war. Wir geben uns alle Mühe, diesen Preis auch künftig so beizubehalten. Ich kann es aber nicht versprechen, ob das gelingen wird, weil das wird erst die Zeit zeigen, ob wir das kostendeckend irgendwie hinbringen. Der einfachste Weg, uns zu unterstützen, ist, wenn Sie einfach Ihr Digitalarchiv auffüllen in Form von PDFs, weil diese PDFs, die haben wir in einem einmaligen Aufwand neutralisiert und haben damit jetzt eigentlich keine Arbeit mehr. Sie können sich zu Sonderkonditionen Ihr Archiv auffüllen, haben alle gesellschaftsrelevanten Themen, die wir bis anhin herausgebracht haben, also auch diejenigen, die in den physischen Exemplaren ausverkauft sind, die sind digital alle noch vorhanden. Das sind mittlerweile mit der aktuell neuen, bald erscheinenden Ausgabe sind das 60 Exemplare, die zur Verfügung stehen. Ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, wir hoffen auf eure Unterstützung, danken euch im Voraus für alles und ja, bis die Tage. Tschüss.